Zweites Testspiel für die Borussia in der Vorbereitung auf die Saison 2021 gegen den Drittligisten, gegen den MSV Duisburg, die lange Zeit um den Aufstieg mitgespielt haben Richtung Liga 2. Das erste Testspiel gegen Velder gab es ein 4:0. Rose mit den zwei unterschiedlichen Elf in Halbzeit 1 und Halbzeit 2. Gucken wir auf die erste Halbzeit. Und die erste Situation schon nach 7 Minuten durch Gisera. Aber auch eine gute Parade von Leo Weinkauf, der Mann hier ganz in Grün, der wirklich ein gutes Spiel machte. Hier gut kombiniert, Villalba legte ab und dann auf 17 Meter der Schlenzer. Aber auch der Torwart sieht, dass der Ball dann noch kommt. Und er war dann nicht genau und platziert genug gespielt. Weiter Offensivaktion von den Fohlen ganz in Schwarz gekleidet. Und dann wird Villalba für mich und uns alle im 16er gefoult. Die Aktion war genau auf der Linie. Hier kann man es erkennen mit der Bewegung. Und dadurch hätte es einen Elfmeter geben müssen. Aber Schiedsrichter Guido Winkmann entschied auf Freistoß. Bensi Baini und wieder Leo Weinkauf, der ersten Schritt zur anderen Seite machte. Natürlich damit rechnet, dass der Schlenzer kommt, dann aber rechtzeitig unten ist und den Einschlag verhindert. 22 Minuten gespielt, die nächste Möglichkeit. Jonas Hofmann setzt danach, dann wird richtig nachgesetzt durch Gisera. Und wieder Weinkauf nach einem klasse Drehschuss von Jonas Hofmann. Aber auch hier finden die Fohlen ihren Meister im Mann in Grün. Leo Weinkauf verhindert weiterhin die Führung. Dann Wendt mit dieser Aktion für Stindl. Die Fohlen erste Halbzeit mit einer Dreierkette, die von Toni Janschke in der Mitte zusammengehalten worden ist. Die beiden Außenverteidiger Bayer und Wendt schoben hoch, Halbzeit 2. Nach dem 0:0 in der ersten Halbzeit dann mit einer Viererkette und eben komplett 11 anderen Spielern. 51 Minuten gespielt, Brel Embolo und hinten kommt Leiner. Was macht Stevie Leiner? Stevie Leiner durch die Beine und dann will einer klären, schießt den Ball an den Pfosten, von dort ans Knie. Und die Führung durch den Österreicher, der in der vergangenen Saison sein einziges Tor schon am zweiten Spieltag machte beim 3:1 Auswärtssieg gegen Mainz. Trifft hier auch in einem Vorbereitungsspiel. Es ist auch Spiel 2 in der Vorbereitung. Damals war es ja Spiel 1 in der Liga. Vielleicht ein gutes Omen. Und die Fohlen setzten konsequent nach. Und eine Riesenmöglichkeit für Brel Embolo, da auf 5 Meter komplett freistehend nach der Hereingabe von Patrick Herrmann, setzt der Schweizer Nationalspieler den Ball vorbei. Gucken wir mal, was Duisburg zustande brachte. Halbzeit 2. So ein Ansatz einer halben Chance von Mikkels, der sich dabei wehtat und ausgewechselt werden musste. Probleme am Knie. Dann gucken wir wieder rüber auf die andere Seite. Die Fohlen mit wunderbarer Aktion von Flo Neuhaus, dem 23-jährigen U21-Nationalspieler. 4 Tore, 2 Vorbereitungen in der vergangenen Saison. Also einer, der unfassbar sich entwickelt hat. Klasse von Embolo, mal wieder die Übersicht, das Abdecken des Balles und dann auch von Flo Neuhaus. Dieser Weg, dieser Zug zum Tor, beidfüßig, ist bekannt. Und die Fohlen machten weiter Dampf. Hannes Wolf, Halbzeit 2 auch wieder mit dabei. Wolf, und den macht Embolo dann doch, weil er natürlich vor dem Abwehrspieler steht. Tolle Vorarbeit von der Leihgabe von RB Leipzig. Der Österreicher 21 ja schon mit Marco Rose in Salzburg gearbeitet. Schnell, wendig, gute Übersicht. Passt perfekt in das Schema von Marco Rose mit der Übersicht für Brel Embolo. 8 Tore, 8 Vorbereitungen in der vergangenen Saison für den 23-Jährigen, der will natürlich drauf sein. Ja, dann kam der starke Regen, aber die Partie konnte fortgesetzt werden. Die Plätze in einem super Zustand und dann das schönste Tor des Tages in der 72. Patrick Herrmann, Flacco oder ohne Mühe. Embolo ergatterte sich den Ball, setzte mal wieder den Körper ein und dann hier kommt die Aktion und dann ein Kontakt, noch ein Kontakt und Ibo mit der super Vorbereitung und dem guten Timing für Patrick Herrmann. 6 Tore, 8 Vorbereitungen, 2-mal den Doppelpack hier in der vergangenen Saison. Er zielt gegen Augsburg und Bremen zum 4:0. Und hier auch fast der Doppelpack, aber der Querbalken dann im Weg. Und so blieb es am Ende wirklich in einer ausgezeichneten zweiten Halbzeit beim 4:0 für die Fohlen. Zweiter Sieg im zweiten Testspiel, wie ein 4:0 gegen Verl. Nun ein 4:0 gegen den MSV Duisburg. Darauf kannst du aufbauen. Geht weiter im Trainingslager mit einem Testspiel gegen einen Zweitligisten, gegen Paderborn, letztes Jahr ja noch in der Bundesliga aktiv.